auch wenn es gerade nicht so aussieht. Leute, wir sind bei den Goronen angekommen und zwar gerade bei dem Stadtschrein, um hier erstmal einen schönen Warp-Point zu haben. Schön, dass ihr wieder einschaltet. So, der Dungeon hier, irgendwie was mit Feuer hat das wieder zu tun. Alles klar, das sollte ja kein Problem sein. Was zum... Okay, was macht denn dieser Schall da? Er öffnet einfach die Tür, voll cool. Okay, ich verstehe. So, gibt es hier irgendwie eine Feuerquelle? Nö. Ach krass, hier muss man echt... Quasi mit seiner eigenen Feuerquelle muss man hier quasi reinkommen. Oder nee, warte mal. Nee, wollte schon sagen. Nee. Da oben. Okay, man sollte mit Pfeilen muss man reinkommen. Okay, kein Problem. Flop. Ja, zerbön. Und da haben wir das olle Steinfass. Uff. Ey, warum hat die echt da? Das ist einfach ein Fass aus Stein. Da wird man bestimmt nicht drin lagern können. Was ist denn das für ein Quatsch? Egal. Ups, Link nicht wegschmeißen. Das ist zwar aus Stein, der ist kalt und glatt, aber egal. Du brauchst ihn hier als Rätsel. Zack. Flomp. Okay. So, nächste Feuerrätsel bitte. Sehr schön. So, erstmal hier die Truhe mitnehmen, ne? Ich weiß gar nicht, konnte man sich die Truhe hier verbauen, wenn ich jetzt aus Versehen den Feuer vorher gemacht hätte? Oh, noch ein Steinspalter. Nee, ein Felsenspalter, so ja. So, was ist denn hier für ein... Für einen Mist. Ich guck mal schnell, das scheint ja... Oh Gott. Okay, es passiert gar nichts. Na gut. Dann komm einfach mal mit. So, einfach mal ein Pfeil. Der dürfte ja nicht verbrennen, ne? Jedenfalls nicht so schnell. Oh. Okay, warte. Erstmal muss ich battlen. Mit meinem kleinen Steinspalter hier. Na komm schon. Okay, verdammt. Okay, warte mal. Ich bin ja wieder... in einer sicheren Umgebung. Da kann ich auch mal wieder ein bisschen meine Rüssi boosten. Aua! Rüssi boosten, Kopf in die Fresse. So. Okay, jetzt wird es nicht ganz so ein Ultra-Starker. Ist ja schon mal okay. Ah. So. Okay, doch, der hat schon viel Power. Ey. Verdammt. Warum hat er so viel Power, Leute? Ah! Und der hat seine Freunde mitgebracht. So, ah, nein. Oh, jetzt kommen erstmal alle an. Okay, da sind aber noch ein paar... Ein paar kleine normale sind dabei. Okay. Ups. Warte. Aua. Steinspalter ist zerbrochen. Ja, das ist eine andere Waffe, du Sack. Was haben wir denn? Oh. Über den Felsenspalter? Ja, komm, Felsenspalter. Der ist doch auch krass. So, ich kann so echt erstmal die kleinen umbringen. Ich weiß ja auch nicht. Aber dann heilt sich der große wieder. Ich weiß auch nicht. Mann. Was? Boah. Komm her. Oh. Nein. Pack dein Schwert weg. Der voll geil. Oh, wird der Rucksack geschossen, ey. Das ist richtig. So fies sind die Typen. Okay, ups. Vielleicht habe ich aber. Voll in der Luft abgeschossen. Okay, ich war aber gut genug Verteidigung hier. Das reicht doch hier. Kann doch hier ein bisschen krass sein. Oha, Mann, sag mal, jetzt hör doch mal auf. So. Was zum. So, der ist kaputt. So, du bist jetzt auch kaputt. Komm her. So. Holy shit, ey. Ding, 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 ding. Ganz viel Loot. So, jetzt bist du noch dran, da hinten, du letzter Typ. Komm her, du bist auch so ein Lappen. So, komm jetzt her. Drei Schläge und down. So. Okay. Kann ich mich jetzt endlich mal wieder in Ruhe umgucken? Danke. Guck mal, das war eine schöne Truhe. Yay. Aufmachen. Boah, Rodonit. Sehr schön. Ich glaube, ich überlege, ob ich mir echt erstmal mein Haus kaufe, weil das ist ja schön teuer. Oder halt diese Rüstung, ne? Bei den Goronen. Waren wir jetzt noch gar nicht in dem Laden? So, hier ist der Typ. Ne, wo ist denn der? Ne, hier noch nicht. Ah, okay. Schlüssel brauche ich. Also ich glaube, ich komme sogar... Das ist eine Metallkugel. So, die könnte ich... Weil die muss man ja nicht mit... Die kann ich doch einfach hochheben, oder? Von wegen, ja. Nach dem Motto, dass man die da rinrollen lässt. Aber okay, geht sowieso noch nicht. Der Eingang ist zu, aber hier ist eine Truhe. Cool, her damit. Und ein Eispfeil. Toll. Da, wo man Feuer braucht, kriegt man erstmal Eispfeile. Oh, nicht schlecht. Ist schon klar. So, dann macht der Schalter macht nur, dass die Tür aufgeht. Dass man denn da schön langrollen kann. Ah, ich guck erstmal, ne? Erstmal mich rumgucken hier. Guck mal, da haben wir noch eine Truhe. Hier ist alles voller Truhen. Kann das sein? Hier haben wir so ein komisches Ding, was ist denn so ein Drehrad? Okay. Hier haben wir noch einen Schalter. Der denn macht, dass es sich dreht? Ach nee, das Ding macht die Tür auf. Oh, okay. Was macht denn das andere Teil? Ich guck mal. So, jetzt gibt's hier aber keine Feuerquelle mehr. Oh, achso, das ist es. Hä? Ich soll... Ich,
Ich kann einfach die Kugel magnetisieren, aber ich kann einfach... Okay. Hä, wo machen sie denn eine Metallkugel hin? Ich müsste den Schalter eigentlich benutzen. Egal, ist egal. So, ich glaube, dadurch, wenn sich das Ding dreht, geht die Tür da auf. Alles cool. So, tschut. Oh, guckt euch das an. Flupp. Oh. Tada. Richtig unnötig irgendwie, aber okay. So. Tadam. Neue Truhe. Alter, wie viele Truhen es manchmal in so einen Schrein gibt. Und wir kriegen dafür einen kleinen Schlüssel-Key. Okay. Dum-dum-dum-dum. Habe ich jetzt hier alle Truhen? Ja, okay, alle Truhen habe ich. Perfekt. So, ja, dann einfach wieder, genau, zurückgehen. Ein paar Schrittchen und dann sind wir auch schon da. Und dann läuft dann wieder mehr Ausdauer für mich. So. Freue mich schon, es gibt auch noch bei den Goron einiges zu machen. Wobei ich glaube, dass erstmal die ganzen Hauptquests kommen ja erst, wenn man... Ach du Scheiße, hier los. Ach, hier sind wir wieder eins am Anfang. Die ersten kommen ja, wenn man... Oh, fallen die runter? Wenn man den Titan und so was all geschafft hat, dann kommen die ja erst. Flupp. So, okay. Das war schon mal schlecht. Kommen echt keine neuen? Doch. Okay, kommt mal wieder neue. Cool. Ja, was soll ich denn damit jetzt machen? Ich könnte die anschwingen, glaube ich, ne? Oder habe ich... Sind die Metall? Ja. So, ich könnte die ein bisschen schwingen lassen. Und dann halt abballern, ne? Dann müsste doch klappen. Alter, bin ich gut, oder was? Warum hat das damals nicht hier in dem... Warum hat das nicht geklappt, als ich das machen wollte in dem Donner-Titan? War Naboris, da hat das nicht geklappt, um die Kiste ging flöten. Egal. So, wenigstens hat das hier geklappt. Alle Truhen bereit. Sehr schön. Alter, mit seinem Schwebering. So. Boah, du bist so krass, Mann. Vergiss nicht, dir was Warmes wieder anzuziehen. Oh, scheiße. Sehr schön. Wieder ein viertes Zeichen der Bewährung. So, jetzt verbrenne ich erstmal wieder innerlich. Ich weiß. Aber ist nicht schlimm. Zieh mir schnell gleich die Rüssi an und hol mir... Ich glaube, ich habe so viel Geld. Mann, aber die ist scheiße teuer. Ich habe auch so viel Edelsteine. Ja, komm, was soll's. Hauen wir einfach raus. Ich finde die Rüstung cool. Die könnte ich bestimmt auch noch ein bisschen verstärken. Weil ja, Stufe 1 sollte ja machbar sein. Dann kann ich vielleicht so eine Weile rumrennen. Ist nicht schlecht. Beam ich mich jetzt noch ein bisschen hin und her und mach sowas wie halt aufrüsten und die Fee ansprechen oder mir das Haus holen. Ich könnte ja ein bisschen noch was machen. Oh Gott. Achtung, du brennst. Wo haben wir sie? Da. Zack. Sehr schön. Okay. Leute, jetzt begrüßen wir mal alle Goron, die hier schön wieder Tag und Nacht arbeiten. Goron, ja, genau. So. Erstmal mit dem Typen reden. Hallöchen. Oh, das ist die gleiche Waffe wie Ecke. Oh, Eliana, was machst du denn hier? Wie er guckt. In diese Richtung gibt es nichts außer eher einer verlassenen Mine. Da treiben sich Monster rum und das ist gefährlich. Bald lächelt trotzdem. Okay. Ist okay. So, hier ist der Oberälteste. Den müssen wir mal kurz labern. Hallöchen, Kumpel. Sei verflucht, Rudania. Alter, was ist denn los? Seit Rudania sich hier rumtreibt, ist es mit dem Ausbrechen des Todesberges schlimmer geworden. Boah, Rudania ist dieser Blechhaufen da oben auf dem Berg. Schön und gut, dass er uns angeblich vor 100 Jahren beschützt haben soll, aber jetzt bedroht er unsere Minen und wir können nicht richtig arbeiten. Das ist mies fürs Geschäft, Mann. Ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft wir ihn schon mit den Kanonen zurück in den Krater gescheucht haben. Aber er kommt immer wieder zurück, Mann. Aua. Alles in Ordnung? Ach, ich habe nur Rückenschmerzen. Aber wer bist du eigentlich? Ich bin ein Reisender. Ich bin Link. Ah, du bist also den ganzen Weg gekommen, um mir deinen Respekt zu erweisen? Ich bin Bludo. Alter, meine Stimme kackt erstmal richtig ab. Ich bin Bludo. Bludo, Chef der Goron, der so furchteinflößend ist, dass er weinende Kinder mit einem Blick zum Schweigen bringt. Ist das gut oder ist das eher schlecht? Ich wollte Rudania wie immer vertreiben, aber ich habe dieses Ziehen im Rücken. Oh, dieser Yunobo, der soll sich mal beeilen. Was, Yunobo? Na, der junge Yunobo geht mir bei Rudania ein bisschen zur Hand. Ein bisschen? Er sollte in der Nordmine ein Mittel gegen meine Rückenschmerzen besorgen, aber er ist doch nicht zurückgekommen. Was gibt's denn da für Rückenschmerzmittel? Oh, typisch, ey. Bestimmt trödelt der wieder irgendwo rum, ey. Wenn du Yunobo siehst, sag ihm, dass ich ihn suche, okay? Alles klar. Oh, Alter, oh, aua. Feuertitan war Rudania. Sehr schön. So, hier ist der Oberchefsessel, Alter. Er ist halt eigentlich so ein Sessel, so ein Kiesbett. Jetzt sind die Betten. Naja, aber die rollen sich halt zusammen, ne? Was willst du denn da dann? Die liegen ja nicht, die sind eingerollt.
So, ich guck mal, ob hier doch schon irgendwie ein paar Quests zumindest zum Aktivieren da sind oder so. Sollte aber eigentlich nicht. So, guck mal, hier so ein bestes Spiel hier, was ist das denn? Goron-Tic-Tac-Toe oder wie? Egal. So, hier liegt ja dann irgendwann Rudanias, Darux. Darux Tagebuch liegt ja hier irgendwo rum. Aber erst, wenn man das geschafft hat. Ah, die Tagebücher waren auch cool. Sind aber DLC-bedingt. So. Kurz noch mal hier gucken. Übernachtungen, Mann. Nee, wir müssen mal schucken. Hier, guck mal hier, die ist cool. Heiß. Papa. Na, Ramella. Na, Saba, willst du mir etwa vom heiligen Tag den Hof machen? Was? Nee, vom helllichten Tag. Ach, zu schade. Wer bist du denn? Ich heiße Ramella. Wie du sehen kannst, bin ich aus Gerudo. Bin ich ein Gerudo, oder? Ich kam hierher, um Juwelen aus Goronia zu sammeln. Aber im Moment ist die Lage wegen diesem Lavabrocken schwierig. So kann ich meiner Arbeit nicht nachgehen. Was denn? Hast du etwa noch nie eine Gerudo-Dame gesehen? Ist dir nicht heiß? Na, doch, klar. Da haben wir gesehen. Oh, ich habe Brandschutzmedizin genommen. Also, geht es schon irgendwie. Wenn du Brandschutzmedizin suchst, also ein kleiner Gerone hier verkauft welche, solltest du dir nicht entgehen lassen. Was würde ich nicht drum geben, dass mir diese brennende Hitze nicht mehr so zusetzt? Okay, ich glaube, später dann geht das wohl auch erst, weil die verkauft einen ja die Edelsteine zu besonders Ultrapreisen. Bei der kann man richtig sich einen Reibach machen. So, da ist der Rüstungsladen. Ich guck nochmal ganz schnell, wie teuer das wirklich war. Oh, ein Kunde. Ja. Oh, bist du ein Reisender? Dann muss ich dir unbedingt was zeigen. Folg mir mal bitte. Was? Hier, guck mal. Ah, so geil. So, hier will ich auch einkaufen. Das hätte ich auch so gesehen. Da wären wir. Das hier ist der Rüstungsladen. Vor kurzem ist so ein Vieh namens Varudane auf den Todesberg erschienen. Seitdem ist die Brandgefahr hier noch größer geworden. Wenn du schlau bist, dann kaufst du dir Schutzklamotten. Wir brauchen nämlich das Geld. Ja, er ist wieder mit seiner coolen, schon aus Ocarina of Time bekannten Pose, dass er hier einfach so chillt. Ja. Alter, popelt voll! Alter, was zum... Du altes Ferkel. Alter, der hat voll gepopelt und ihn weggeschnipst. So ein Kieselstein. So, wie teuer ist denn jetzt der Mist? So, der hier haben wir ja zum Glück geschenkt bekommen. Ich glaube, das ist auch die billigste. 600. Okay, 700. Und... Ja, der scheiß Helm. 2000. Wieso? Wieso ist der Helm so teuer? Was soll denn das? Das ist doch materialmäßig gesehen, voller Quatsch. Was willst du denn? Du hast das Vergnügen, im Rüstungsladen Muckimarkt zu stehen. Wie kann ich dir helfen? Ist voll teuer. Komm bald wieder. Ich weiß, du wirst wiederkommen. So, hol ich mir erstmal die Anti-Feuerhose. Ist gebongt. So. Oh, danke. Mann, ich kann mir doch nicht, echt hier irgendwie... Jetzt sondern den Helm irgendwie holen. Ist alles so teuer. Ich habe ja auch... Ich habe ja auch bei den Ohren hier habe ich ja auch erstmal das eine hier gelassen. Nee, das ist mir zu teuer. Viel zu teuer. Tschüss, Mann. Ey, was? Kann doch nicht dafür. Die harten Zeiten verlangen das. Guckt euch den Kleinen an. Na, wer bist du denn? Ein Reisender. Ach, die Jugend, ey. So, okay. Da müssen wir jetzt mal Yunobo finden oder was? Ich glaube, ich teleportiere mich echt erstmal weg. Ich habe jetzt hier den schönen Reisepunkt. Ja, aber hier ist er schon hier. Da muss ich hin. Ah ja, es war hier so ein krasses kleines Rätsel. Na gut, okay, Leute. Lasst mich mal zu Hateno gehen. Ich kaufe mir jetzt mein Haus. Ich sollte auch genug Holz dabei haben. Müsste ich eigentlich. Weil dann bringen wir nämlich noch eine ganze andere Questreihe so langsam, aber sicher in Gang. Das finde ich nämlich auch immer richtig cool. Oh, jetzt habe ich natürlich meine Dings noch nicht abgeholt. Mann, ich habe Ausrüstung. Ich meine, Ausdauer habe ich doch wieder einen Container voll. Ach, ist egal. Läuft einem Jahr nicht weg. So, wollte der 50 Holz haben? Ich habe ja 60. Über 60 Holz. Das sollte eigentlich, heute hier, ne? Yolanda? Sollte zufrieden sein. So, das Problem ist, die Quest beinhaltet ja nicht nur von wegen immer irgendwie nur die Leute mit da am Ende suchen. Ihr erinnert euch? Nee, ich glaube, man muss auch immer jedes Mal Holz den mitbringen. Damit die einfach bauen können und so. Richtig klasse. So, ich hätte ultra gerne dieses Haus, mein Freund. Hallöchen, hast du die 30 Holzbündel? Achso, nur 30 sogar. Wer bist du? Ich hab's vergessen. Hab ich sie. Oh, sehr gut. Dann nehme ich sie dir mal ab. Toll. Jetzt weiß ich, dass es dir ernst ist. Du kannst das alte Haus wie abgemacht für 3000 Rubine haben. Melde dich bei mir, wenn du das Geld beisammen hast. Ich hab's beisammen. Ich hab's. Hallo? Hast du die 3000 Rubine? Ja, ich hab sie. Im Ernst? Du gibst mir 3000 Rubine, ja? Du stehst zu deinem Wort? Ja, ich zahle, ist ja gut. Nicht zu glauben. Einfach großartig. Na dann, lass mich dir die Rubine mal abnehmen. Die sind doch sicher schwer. Ja, lass mich mal die Rubine abzocken. Abnehmen. Die Firma dankt. Ich muss schon sagen, in deinem Alter so viel Geld für so etwas auszugeben, das hat schon was. Hallo, das ist ein eigenes Haus. Das ist eine Wertanlage. Das
Hallo? Wenn ich den später vermiete, kommt der Danziger wieder zurück? Hast du eine Ahnung? Du willst ein Baumeister sein? Ich habe noch eine Waffenhalterung mit draufgelegt. Wollte eh keiner kaufen. Ich hoffe, du kannst damit was anfangen. So, und somit beschäftige ich mich jetzt als nächstes? Ach ja, genau. Da war ja noch was. Ich schicke Dumster nach Akala, um dort Land zu erschließen. Genau. So, dein eigenes Traumhaus. Sehr schön. So, Dumster, du bist nach Akala, ne? Ja, was machst du? Pause. Übrigens. Was denn? Hast du das Haus gekauft? Ja. Beeindruckend in deinem Alter. Quatsch, Mann. Das liegt an den ganzen Abos. Nichts Besonderes. Also dann, Was denn? Ich gehe bald von hier weg. Warum? Beruflich. Beruflich? Was? Mann, du hast vielleicht schon davon gehört, das Bauunternehmen Yolanda plant zu expandieren. Alter, nicht schlecht. Nichts Besonderes. Wo geht's denn hin? Das Dorf der Soras liegt im Norden von hier. Und noch weiter nördlich davon befindet sich Akala. Oh, ist aber ganz schön weit weg, ne? Da war ich selber noch nicht. Ja, schon. Na, dann viel Erfolg. Danke. Tja, dann muss ich wohl langsam los, wa? Wenn du Lust hast, schau doch mal in Akala vorbei. Bis dann, mach's gut. Alter, wenn er in so einem Tempo dahin läuft, ne, dann kann ich ja noch die beiden Titanen machen und der ist immer noch nicht da. Aber gut. So, das ist quasi die neue Quest eingeleitet. Alter, auf Expansionskurs. Sehr schön. So, guck ich das an, ey. Das ist mein Traum. Wie leer das noch ist. Eine Waffenhalterung gibt's. Richtig toll. Oh, halt, das nicht. So, dann könnte ich ja schon echt mal irgendwie, naja, nee, den Bogen von denen kann ich auch nicht machen. Aber da kann ich ja vielleicht Daruks Waffe, wenn wir die bekommen, auch hier hin machen. Ja, das ist eine Einzimmerwohnung, ne? Was willst du erwarten, ne? Aber ist schon nicht schlecht. Sehr schön. So, dem Typen kann man jetzt noch mehr andrehen. Ich guck mal, ob ich das schon mal einleiten kann. Hallo. Na, sieht aus, als wären wir fertig fürs Erste. Da kann ich schon mal auf die Schulter klopfen, nicht wahr? Aber ich habe so ein Gefühl. Du siehst mir so aus, als hättest du noch lange nicht genug. Ja, eine Tür wäre nicht schlecht. Na, du musst ja gar nichts weiter sagen. Du hast gerade ein Haus gekauft, aber es ist leer. Tja, ich sehe es in deinen Augen. Erinnerst mich an mich, als ich noch jünger war. Ich sag dir was, für 5000 Rubine kümmere ich mich um Möbel, die Außengestaltung, das ganze Paket. Boah. Und weißt du was, weil du es bist, fange ich schon für 100 Rubine an. Den Rest kannst du später bei mir zahlen. Alter, ey. Richtig übel. Tja, das wird erstmal noch eine Weile dauern. Ich habe jetzt erstmal ordentlich was ausgegeben. Was soll's. Ich habe meine Edelsteine noch als Geldanlage. Das sollte eigentlich klappen. So, na dann gehen wir nochmal schnell zur Fee. Aber ganz schnell. Ich habe ja vielleicht auch wieder durch ein Moblin-Herz und so auch wieder die Möglichkeit, doch nochmal eine Rüstung zu boosten. Vielleicht den Helm oder so. Das ist am ehesten kostenlos. Die Fee wollte ja bloß einmal eine Spende haben und dann macht sie alles umsonst. Das sind wahre Freunde. Feenfreunde. Oh Mann, das höre ich mich schon so an wie Tingel, aber egal. So, wir haben schon 50 Schreine fast. 48 ist nicht schlecht. Bei 60 haben wir die Hälfte. So, okay. Schauen wir hier lang. Da kommen wir echt schon so vor. Hier ist noch so ein Vieh. Die sind immer hier. Kommen wir echt schon so vor, dass wir viel schneller alles sind als damals beim ersten Mal. Wir haben schon viel mehr erreicht. Hier ist einfach schön. Macht aber auch Spaß. Ups. So, dann muss ich natürlich mal hoffen auf ein paar Feen. Ein paar Feen muss ich mir oder mitnehmen. Quelle der großen Fee. Und natürlich noch ein paar, Upsala. Dankeschön. Und noch ein paar, hier, Prinzessinnen-Enzian. Ey, was zum... Hey. So, okay. Irgendwie ist jetzt einfach abgehauen. Was soll's. So, Prinzessinnen-Enzian, wo bist du denn? Hier. Zack. Alter, 3 Stück. Nicht schlecht. So, muss ich jetzt echt nochmal gucken, was ich nochmal brauche. Ich glaube, es war ein Hornsplitter, den ich für meine coole Rüstung brauche. Oh, für mein Reckengewand. Hallöchen. Ja, ich weiß, du kannst auch Stufe 3 boosten. Gib mal her. Alter, beträchtlich. So, das hier ist... Oh, da braucht man nur Löschechsen für. Okay, das ist kein Problem. Die kannst du ja echt auf Stufe 2 bringen. Ja, dann sind die ja jetzt auch nicht so viel stärker. Oh, das kann ich auch auf Stufe Dings bringen. Auf Stufe 2. Soll ich das tun? Warte, ich kann keine Rüstung boosten? Nee, achso, oh, noch ein Moblin-Herz noch, come on, ey. Ja, toll. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay, na dann würde ich erstmal sagen, das hier. Alter, Moblin-Horn, nee, warte mal, ein Horn brauche ich dafür? Warte mal, brauche ich das auch hierfür? Nee, hier brauche ich Moblin-Dinger. Okay, hierfür, da könnte ich, guck mal, hier braucht man bloß rotes Schleimgelee. Da kann ich alles boosten? Okay, dann erstmal die geile mittlere Rüstung, weil die ist so cool. So, in das Hylyr-Gewand? Bist du sicher? Ja. Verdammt, Leute, du bist jetzt erstmal wieder ein großer Aufforstungspart, weil ich gerade das einfach so machen kann. Warum nicht? Diddledum. Oh, schon fertig, Mann. Noch mehr verstärken, bitte. So, denn. Ja, halt die ganzen Sachen hier, ne? Warum nicht? Kälteschutz. Ist wichtig, Leute. Ist richtig wichtig. So, ist jetzt nicht so viel Verteidigung, aber hey, Kleinvieh macht auch Mist.
Mal gucken, vielleicht gibt es ja sogar Stufe 2. Und fertig. Na, soll ich noch mehr boosten? Noch mehr boosten, bitte. So. Okay, erstmal nochmal die normale Buchse. Rotes Schleimgelee, ey. Gut, dass ich davon schon was habe. Und los. Das dauert und dauert. Aber ist egal. So. Und jetzt noch, weil ich das jetzt am ehesten brauche. Das Ding hier. Eine Löschechse, eine Anti-Feuer-Rüssi. Alter, die willst du boosten? Ah, ich brauche bestimmt, kann ich bestimmt vergessen, auf Stufe 2 braucht man bestimmt nochmal Löschechsen. Das war richtig viele. Ich habe zwar einen geilen Ort, um die zu farmen, wo man ganz schnell 10 Stück einfach kriegt. Als wir den Helm uns geholt haben, die normale Rüstung. So, noch mehr verstärken, bitte. Guck mal, es geht sogar noch auf Stufe 3. Geil. Mit Bob, mit dem Dingsherz, das mache ich, glaube ich. So, und sogar die Eis-Ordi-Rüstung kann ich auch auf Stufe 3 machen. Ja, okay, das ist nicht schlecht. So, da-da-da-dum. Mit Brandschutz, ey, cool. Verstärken bitte. So, kurz nochmal sortieren. So, das geht auf Stufe 3. Dann hat das leider die Fedora Hornsplitter. 2 Stück. Ernsthaft, ey. So, hier brauche ich rotes Schleimchen und Glutkraut. Genau wie hier. Okay. Warte mal, ist falsch sortiert. So, was? Die Dinger hier nicht auf Stufe. Ah ja, Löschechsen. Boah, sonst könnt ihr das locker machen. Auf Stufe 2. Aber gut, dann mache ich das hier auf Stufe 3. Habe ich nämlich. Das geht noch nicht auf. Was? Das für. Hier für Stufe 3 braucht man geheime Sachen, die ich noch nicht kenne? Okay. Na denn, ja, lohnt sich halt ja nicht so wirklich, ne? Aber doch, okay, was soll's. So, und los geht's! Ist jetzt vielleicht sogar stärker als meine... Ist ja jetzt auch stärker. Wieder ein bisschen, das habe ich starke Botten, starke Kapuze und wie ist ich was? Oder ist das hier... Ah, ne, das ist schon Stufe 3, ne? Ja, das ist schon Stufe 3. Okay, ich hab nichts gesagt. So, lass ich jetzt erstmal. Das hier auf Stufe 2 alles bringen, würde sowieso nicht klappen. Was ist hiermit? Alter, wer will die Topashaare und Feuersteine? Vergiss es. So. Oh, du bleibst schon, na gut. Ja, lange genug gedauert. Die Leute sind schon wieder am Ausrasten. So. Okay, jetzt habe ich halt, ne, meine stärkste Rüstung ist dann jetzt halt das als Beine, das als Kopfbedeckung und das in der Mitte. Ja, Alter, 30 Verteidigung. Sehr schön. Ups, ich habe die erstmal abgemacht, warum auch immer. 42 Verteidigung, schon viel besser. Geil. Ich habe auch jetzt weniger Angst, ne, welche Bosse platt zu machen. So, jetzt wieder zurück. Kann mich natürlich gleich wieder umziehen. Was soll's. So, okay. Flupp. Ja, Leute, ne, heute nicht so viel geschafft. Es tut mir leid. Aber der Schrein hat ein bisschen gedauert. Und ich musste erstmal mit den Goronen erstmal mich klarstellen und erstmal gucken, was los ist. Und aber Yunobo, die ganze Quest werden wir beim nächsten Mal, denke ich, mal schaffen. Yunobo ist so lustig, ey, wie der aussieht. Das ist ein ganz komischer junger Gorone. So ein Babyface ist er. Ja, ist bestimmt auch schon voll alt. Aber sieht halt im Gesicht nicht so aus. Egal. Ist wieder ultra hot. So, ja, heiß. Heiß. So. Boah, wie der Thermometer da oben, ey. Das wird so brennt. So, okay. So, dann einfach hier hinterland gehen. Oder haben wir einen Octorok? Oh, halt, stimmt der. So. Octorok erstmal gekillt. So, ich meine, ja, die schönen Sachen. Nicht brennen. Bitte bloß nicht brennen. Oder noch so ein Staubsauger-Typ, ey. So, ich bin auf dem richtigen Weg zur nächsten Markierung erstmal. Uah! Aber warte mal, ich will mir erstmal eine neue Ausdauer holen. Mann, ich fress immer so viel. Man will immer so viel auf einmal machen. Scheißvieh. Oh, ich habe keine Waffe. Wo ist meine Waffe? Ich wollte sagen, ich habe da noch so einen Felsspalter. Der ist doch noch am Funktionieren. Man will immer so viel auf einmal machen, weil man bei dem Spiel so viel auf einmal machen kann. Das ist ja der Tolle. Aber Leute, erstmal Ausdauer holen. Das ist erstmal wichtig. So, ich weiß auch, wo die Statue noch war. Ui, die ist genau da. Da lacht sie mich schon an. Ups. Uff. So. Mit so einer kleinen Krone aus Edelstein. Schön, dass die Goronen oder dass die ganzen Statuen noch überall so ein bisschen individualisiert sind. Oh. So, ich hätte bitte mehr Ausdauer. So, Ausdauer ist wichtig. So sei es dann. Dankeschön. Oh, yeah. Der neue Container. So, auf jeden Fall noch 2 Container, ne? Und dann habe ich einen zweiten Ring voll. Wertvollster Gegenstand im Spiel. So, Dankeschön. Alles klar, gucken wir mal, die nächsten 4 mache. Leute, aber erstmal gucken wir mal, wie es im nächsten Part weitergeht. Vielen Dank wieder für euer Interesse und dann sage ich bis zum nächsten Part von Breath of the Wild im Master-Modus. Tschüss.